Ja, Gamescom 2017, ich bin hier am Käsekin-Stand in Halle 8 und ich habe hier was richtig Abgefahrenes gefunden, und zwar einen PC unter Wasser. Ihr blubbert es recht kräftig im Hintergrund, könnt ihr euch selbst von überzeugen. Und wer dieses krasse Teil gebaut hat, ja, es liegt nicht weit fern, ne? Es ist der beste Overclocker Deutschlands, und zwar Roman, der Bauer Hartung. Der steht hier neben mir und ich sage erstmal Roman, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mir dieses krasse Konzept mal zu erklären. Was ist das jetzt hier? Also es ist ein zweiphasiges Tauchkühlungssystem. Okay. Das Prinzip ist nicht ganz neu, das gibt es eigentlich schon relativ lange im Serverbereich. Ja. Fujitsu hat es schon vor längerer Zeit mal vorgestellt. Okay. Die Flüssigkeit, die drin ist, kommt von 3M, heißt Novec. Und es ist eben eine spezielle Flüssigkeit, die für diesen Einsatz konzipiert wurde. Okay. Die hat einen sehr, sehr niedrigen Siedepunkt von 61 Grad Celsius. Okay. Und ist elektrisch nicht leitend, ist nicht giftig, ist nicht reizend, also man kann es problemlos anfassen. Und ist so gesehen sehr, sehr gut für den Einsatz geeignet. Okay, und geht das jetzt dann tatsächlich so in den Verkauf oder ist es einfach nur eine Studie, die du hier mal zeigen wolltest, um zu zeigen, was möglich ist, oder wie schaut's aus? Also grundsätzlich mal war das erstmal eine Machbarkeitsstudie, ja? Okay. Aber wir haben uns natürlich gedacht, wenn es funktioniert, dann machen wir Systeme draus. Und wir werden auch eine Systemserie damit vorstellen in Zukunft. Okay. Es dauert noch ein bisschen, das System ist tatsächlich so schon bei uns im Shop gelistet. Okay. Für 10.000 Euro. Für 10.000 Euro, ja. Ist aber ganz wichtig zu wissen, es ist eine Beispielkonfiguration, ja? Ja. Das heißt, Hardware kann geändert werden, Gehäuse kann geändert werden, je nachdem, okay, was man braucht, wofür man es braucht. Wir können daraus ein Gaming-System machen, wir können daraus einen Server machen, eine Renderstation, okay, es ist alles möglich. Und wie ist es jetzt? Brauche ich dafür extra spezielle Grafikkarten, spezielles Mainboard, spezielle CPU, oder ist das alles, sind das alles einfach reguläre Verkaufsversionen, die du da reingeballert hast? Es sind tatsächlich ganz normale, handelsübliche Grafikkarten, Mainboard, CPU, okay, ist alles ganz normal. Teilweise ein bisschen bearbeitet, zum Beispiel hier eben der Wasserkühler. Ja. Der war ursprünglich mal ein EKWB, okay, Wasserkühler, da ist halt nur noch die Platte davon übrig. Okay. Die CPU ist gelasert, da ist die Oberfläche aufgeraut vom Heatspreader, okay, damit die Gasschicht besser gebrochen wird beim Kochen. Okay. Damit sinkt die Temperatur, aber ansonsten handelsübliche Komponenten. Wenn man alles rauszieht, also man kann alles am Stück rausziehen, wenn man den Deckel öffnet, okay, dann trocknet es auch sehr, sehr schnell ab. Also es verhält, ja, sich ähnlich einem Alkohol, ja, weil der Siedepunkt eben sehr, sehr niedrig ist, von 61 Grad. Ja. Trocknet dann rückstandsfrei ab, dann kann man problemlos die Hardware tauschen, steckt man es wieder, okay, rein, zumachen und alles, da ist alles dicht und funktioniert. Okay, krass. Und wie ist das dann beim Kunden? Also liefert ihr das Teil dann schon befüllt an oder muss der da nochmal was reinkippen und muss der dann, keine Ahnung, nach 6 Monaten wieder mal was nachfüllen, oder was habt ihr da für ein Konzept? Also das Prinzip an sich funktioniert komplett abgeschlossen. Das heißt, die Flüssigkeit ist hier drin. Genau. Es wird heiß, verdampft, das Gas steigt nach oben, kondensiert an dem Radiator, der hier drin, ja, verbaut ist. Der Radiator hier oben wird durch einen Radiator in der Front gekühlt. Okay. Dadurch ist es komplett abgeschlossen, die Flüssigkeit muss auch nicht getauscht werden. Wenn wir das ausliefern würden, dann aber im leeren Zustand. Man kann, wenn man die Seitenteile abnimmt, sind hier vorne Ablasshähne, dann kann man die Flüssigkeit, okay, problemlos ablassen. Man, okay, kann es dementsprechend von oben auch einfach wieder befüllen. Für, okay, den Transport ist es einfacher, die Flüssigkeit rauszuholen, weil es ansonsten einfach noch knapp 15 Kilo schwerer ist. Okay, und jetzt verrat doch mal, was für Temperaturen haben wir denn bei der GPU und bei der CPU aktuell und unter Last natürlich? Also wir lassen auf der GPU gerade Thermal laufen, sonst würde man auch fast gar nichts sehen. Ja. Und die Thermal-Temperatur ist so bei 65 Grad Celsius, also, okay, ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, klar. Bei der CPU ist die Temperatur auf dem heißesten Kern so bei 85 Grad Celsius, auch mit Prime 95 und, okay, die CPU ist auch moderat übertaktet auf 4,4 GHz. Ganz moderat. Wir haben auch noch eine zweite Flüssigkeit. Ja. Ist auch wieder 3M Novec, aber ein anderes Mischverhältnis. Ja. Und da ist die Siedetemperatur bei 34 Grad Celsius. Okay. Die ist eigentlich noch deutlich besser, da ist die Komponententemperatur genial, unter 40 Grad unter Last. Okay, krass. Die ist aber ein bisschen sensitiv, was die Raumtemperatur angeht. Das heißt, okay, wenn die Raumtemperatur zu hoch ist, dann kann es hier oben nicht mehr kondensieren. Okay. Da arbeiten wir dran, das, okay, umzusetzen. Ich will jetzt auch nicht genau verraten, wie wir das machen. Ja, natürlich, klar. Wir haben natürlich schon eine Lösung dafür, und wenn wir das damit einsetzen, dann ist es auf jeden Fall auch viel, viel besser als eine Wasserkühlung. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles System, also wirklich einzigartig. Also klar, es gab vorher schon mal ähnliche Ansätze. Ja, vielleicht ist es ja auch was für die Höllenmaschine 9, wer weiß. Reicht. Schauen wir mal. Und schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von diesem System haltet. Wenn ihr es euch kaufen könnt, dann könnt ihr gerne machen. Ist auf jeden Fall schon mal sehr geil geworden, extrem eindrucksvoll. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.
Mach's gut.